Jo, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. Wir schauen hier in Mamas altmodische Geheimnisschatulle zuallererst rein. Da haben wir den Mythic Stewie am Start. Oh, ist nicht so der Oberbringer. Oktoberfest Tire Box. Jetzt noch wie lange? 15 Stunden, dann kommt die nächste Oktoberfest Hermes, Beer Festival Hermes Konrad, Bill Daughtry, Wodka Bier, LARP. Bartenders Not und dann diese ganzen Combo Masteries hier habe ich in einem anderen Video bereits erklärt. Und da ist er. Da ist er, bedeutet für mich, ja, es ist jetzt an der Zeit, den Mythic Zoidberg hier in meinem zweiten Account zu holen. Mythic Zoidberg Pack, wenn ihr da unten schaut, hier mir fehlen nur noch 8 Stück, dann habe ich den Dr. Zoidberg auch zusammen, mache ich in einem separaten Video betrunken im Clan. Beer Festival, Thunder Cocktails und Mac Griffin. Das ist natürlich eine mega coole Box hier. Auch Thunder Cocktails ist geil. Mac Griffin, naja, jetzt nicht so betrunken im Clam. Okay, Beer Festival. Beer Festival. So, mal ganz kurz in die Kombos reinschauen. Ist auf jeden Fall Strip Club Bier. Jeden Fall interessant. Jo. Oktoberfest Amy, wie viele Leben kriegt man denn bei der hier zusammen? Wenn die schon mit 25 anfängt, kommst du mit Sicherheit auch auf über 50 oder so. Lass mal schmecken. 12, 50. Oh. Oktoberfest Lila, wie sieht's denn bei der aus? Natürlich auch geil mit dem Huhn da oben auf dem Kopf. Da geht es nicht ganz so hoch. Okay. Ja, Dr. Zoidberg, heute ist es endlich soweit. Tainted Wodka Box, Beer Bottle Toast, Thunder Cocktails, Wodka Bier, Party im Biertank, Bill Daughtry und Peter. Natürlich auch eine mega geile Box. Ja, für die Leute, die den Dr. Zoidberg noch nicht ganz voll haben, es macht auf jeden Fall Sinn, jetzt hier rein zu payen. Dr. Zoidberg, meiner Meinung nach, momentan wahrscheinlich die stärkste Mythic, die es überhaupt gibt. Deswegen freue ich mich, dass ich die jetzt mit meinem zweiten Account bekomme. Und hier Tainted Wodka Box ist natürlich auch mega nice, ne? Also, wenn es gut läuft, könnte ich mir sogar hier einmal die Tainted Wodka Box leisten und den Dr. Zoidberg da noch. Muss ich mir genauer anschauen. So, dann haben wir hier aktuell folgende Combo Masteries. Wir haben hier als allererstes da vorne den Rapture Stan. Müssen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Das gar nicht gemacht hier. Rapture Stan. Na, wo haben wir den? So. Mal hier rein. Na, das ist es nicht. Wo ist er? Da unten. Rapture Stan, das ist das Richtige. Und da ist er, der Rapture Stan. Ja, Rapture Stan kann natürlich schon hier zu einem richtigen Monster werden. Ziemlich viele Waffenkarten möglich. Wir haben jetzt hier Purity Dads, Flinger Gun Gale, Frot Boy Terrorists, Mobile Oppression, Heatpacking Priest. Die gibt es natürlich auch in der Mythic-Version. Das sieht natürlich auch richtig geil aus, ne? Wenn du die in der Mythic-Version hast. Antichrist, Gingerbread Guns, Doomsday Device, Deers with Guns, Cork Gun, Cat Launcher, Cat with Gun und Big Ass Gun. Und auf der rechten Seite, wie ihr sehen könnt, der Rapture Stan ist schon richtig, schon nicht schlecht hier mit seinem Craze. Und dann kriegst du noch Angriffspunkte mit hinzu. Also es ist Double Pack, wenn du so willst, kriegst du noch Angriffspunkte mit hinzu. Wenn noch eine Combo gespielt wird, das Ding, das kann richtig mega krass werden, der Rapture Stan. Ja.
Jo, aber 500 Gems. Ich hole mir da halt jetzt lieber den Mythic Zoidberg als so eine Combo. Dann haben wir Young Hermes. Den schauen wir uns jetzt als nächstes an. Young Hermes. Das ist der da. Habe ich so gar nicht bis jetzt auf dem Schirm gehabt, das Ding. Muss ich mir überhaupt mal angucken, was kann der denn überhaupt? Young Hermes, ist ein Hermes? Ja, wer hätte das gedacht? Hermes Konrad. Mit Spielzeugkarten. Rupert, Wireless Audio Transmitter, die einzige Möglichkeit hier unten wieder mal. Stoß durch die Mauer. Und du bekommst Leben mit hinzu, wenn eine Combo gespielt wird. 25 Angriffspunkte, 64 Leben. Ja, kein Fan von dem. Definitiv nicht. 500 Gems sind mir auch zu viel. Hier haben wir jetzt so ein Teil. Das ist eine sehr, sehr interessante Combo, die ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie die überhaupt, warum die solche Werte hat. Ich warte nach wie vor, oder ich würde mich nach wie vor darüber freuen, wenn ihr mir mal erklären könntet, was da los ist, weil du hast einen Brine, dann hast du eine Restaurantkarte und dann hast du hier auch richtig teilweise starke Werte. Du hast Bodyguard zum Beispiel bei der Mythic Brine-Version. Angriffspunkte, wenn eine Combo gespielt wird, kommen mit hinzu. Du hast eine Bombe. Dann kombinierst du das mit dem Restaurant, zum Beispiel mit Bob's Burgers, was hier die stärkste ist, was die einzige epische ist. Und dann kommt auf der rechten Seite Brian's Hot Date raus. Und jetzt gucken wir uns doch einfach mal, schauen wir doch mal in die untere linke Ecke von dieser Combo-Karte. Und dann sieht man, dass dieses Hot Date ein ziemlich eiskaltes Lüftchen ist. Brian, da ist Dewey als Mädchen verkleidet. Und da kommt, sind alle Effekte weg. Da ist beim Brian, das war der Overkill für ihn, so wie es aussieht. Packst die ganzen Effekte von zwei Karten zusammen und dann bleibt nichts mehr übrig. Wenn Stewie da in Vibes-Kleidern am anderen Tischende sitzen siehst. Naja. Gut. Brian's Hot Date. Dann haben wir hier als letztes Model Lois. Und da bin ich mir jetzt gerade auch ein bisschen unsicher, muss ich mir erstmal anschauen, da ich ja keine Lois spiele, was da überhaupt bei rauskommt. Und das sieht nach, ja, nach einer Model Lois aus. Kann halt nichts, ne? Also hier 23er Mauer und das war's. Ist, ich meine, es gibt ja so Sachen wie jetzt die Drunken Lila oder so, die hat immerhin einen 45er Mauer, ja, unter Umständen. 23er Mauer. Ohne weitere Effekte, wenn ich mir das anschaue, hier Lois Griffin hat alleine eine Mauer und hat Motivieren, hat Heilen, dann Toad Licking hat hier Bodyguard, Hijack und Leech, also. Entführen, Bodyguard und Blutsauger. Und dann kommt da auf der rechten Seite eine Mauer aus. Also, auch diese Combo ist absoluter Schmonsens. Braucht keiner. Ja, was kann ich über die heutigen Combos sagen? Beste Combo heute, absoluter Favorite ist der Rapture Stan. Aber kostet eben 500 Gems. In dem heutigen Shop absoluter Favorite ist für mich heute selbstverständlich hier der Mythic Zoidberg. Den werde ich mir jetzt auch gleich gönnen. Und dann haben wir noch Tainted Vodka Box. Die ist natürlich auch geil. Ja, Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Throwdown, Daily, Shop News und Combo Masteries. Mit mir dem gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Ich freue mich auf euch.